Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Und heute spielen wir mal wieder eine Challenge von euch. Und zwar von Denno, das ist der Code. Ich werde ihn wieder in die Beschreibung packen. Und wir dürfen nur den Pionier verwenden und den Helden. Und den Pionier auch nur 433. Okay, auf der Map. Dann platziere ich mal den Helden hier. Und dann habe ich hier kein Geld mehr. Dann setze ich den Pionier hier hin. Über große Nägel. Nadel. Größerer Servicebereich. Abbau. Jetzt noch Reinigungsschaum für die Getarnten nachher. So, dann setze ich noch einen Pionier hier hin. Dann Wachkanone, schnellere Technik. Dann Zahlengrenze, dann Wachenexperte. Größerer Servicebereich und Abbau. Dann setze ich hier noch einen hin. Über große Nägel, der soll auch auf den letzten immer gehen. Nadel, größerer Servicebereich, Abbau und Reinigungsschaum. Da setze ich noch einen, mach übergroße Nägel, Nadel, Doppelwaffe, größerer Servicebereich, Abbau und setze dann gleich noch ein Pionier hier hin. Übergroße Nägel, Nadel, größerer Servicebereich, Abbau und Reinigungsschaum. Dann kann ich mir gleich noch einen lassen, den setze ich hier hin. Mach Wachkanone, schnellere Technik, Zahlengrenze, größerer Servicebereich, Abbau, Wachenexperte. Und da setze ich da noch einen ran mit größerem Servicebereich, Abbau, übergroße Nägel, Nadel und Reinigungsschaum. Kann ich da dazwischen einsetzen? Nein, ich glaube nicht. Gut, dann kommt hier noch einer hin. Auch wieder größerer Servicebereich, Abbau, übergroße Nägel, Nadel und Reinigungsschaum. Wobei Reinigungsschaum war ich ziemlich blöd, weil da hinten ist dann schon zu spät. Dann kommt hier noch einer hin mit Wachkanone, schnellere Technik, Zahngrenze, Wachenexperte, größerer Servicebereich und Abbau. Kann ich hier vorne noch einen hinstellen, mache ich wieder größerer Servicebereich, Abbau, Reinigungsschaum, übergroße Nägel und Nadel. Und kann noch einen davor stellen, wieder größerer Servicebereich, Abbau, übergroße Nägel, Nadel und Reinigungsschaum. Und die Moabs gehen mittlerweile auch schon recht gut kaputt. Der erste war ein bisschen kritisch, sag ich mal, aber jetzt geht's. Ich kann hier noch einen reinstellen mit Wachkanonen eigentlich, wenn ich genug Geld hätte. Dann habe ich noch größeren Servicebereich und Abbau dazu. So, jetzt kann ich mir das Wachenexperten-Upgrade holen und gleich noch einen. Bei dem werde ich wieder größeren Servicebereich, Abbau, übergroße Nägel, Nadel und Doppelwaffe machen. Dann setze ich hier noch einen hin, auch mit übergroße Nägel, Nadel, Doppelwaffe und Wachkanonen aber dazu. Ich werde hier auch noch einen hinstellen mit Wachkanonen, schnellere Technik, Zahngrenze, größerer Servicebereich, Abbau und Wachenexperte. Gut, vor der letzten Runde hole ich mir natürlich noch einen. Da jetzt keine Getarnten kommen, mache ich nochmal Wachkanonen, größerer Servicebereich und Abbau. Und schaffen wir den? Ja, easy, Leute. So, geschafft. Ich werde natürlich wieder weiterspielen. Und hier Zahngrenze und Wachenexperte machen. Ich denke, spätestens Runde 78 haben wir verloren, weil da kommen so viele Getarnte, dass diese Reinigungsschaum einfach nicht reicht. Ich kann hier noch einen reinsetzen. Natürlich auch wieder Wachkanone. Schnellere Technik, Zahngrenze, übergroße Nägel, Nadel und Wachenexperte. Dann kaufe ich mich hier noch einen, mache übergroße Servicebereich, Abbau, Reinigungsschaum, übergroße Nägel und Nadel. Hier vorne kommt noch einer mit Wachkanonen, schnellere Technik, Zahngrenze, größere Servicebereich, Abbau und Wachenexperte. Ich setze hier auch nochmal einen rein mit Wachkanonen, schnellere Technik, Zahngrenze, größere Servicebereich, Abbau und Wachenexperte. Dann kann ich mir schon wieder einlassen. Der kommt hier hin und kriegt auch wieder die Wachkanonen, schnellere Technik, Zahngrenze, Wachenexperte. Diesmal aber übergroße Nägel und Nadel dazu. Und die kommen schon bis da nach unten. Also es neigt sich gleich langsam dem Ende. Ich setze hier noch einen ran. Oh, den habe ich schlecht platziert. Dann verkaufe ich ihn nochmal und setze ihn neu. Mache auch wieder die Wachkanonen. Schnellere Technik. Zahngrenze. Und jetzt kommen die durch, oder? Okay, nein. Mache übergroßer Servicebereich. Abbau und Wachenexperte. Und jetzt kommt Runde 78. Okay, überlebt. Und ich habe 4000, hoppla. Ich werde hier noch einen reinsetzen mit Reinigungsschaum und Nadel. Hier setze ich einen rein mit wieder Wachenexperte und Abbau. Ich werde daneben gleich noch einen machen. Wieder Wachenexperte und Nadel. Okay, hier kann ich keinen mehr reinsetzen, deswegen setze ich hier einen rein. Mache wieder Wachenexperte und Nadel. Setze gleich wieder einen dazu. Und mache hier auch wieder Wachenexperte und diesmal wieder Abbau. Dann setze ich hier oben einen wieder rein. Und mache auch Wachenexperte, größeres Servicebereich und Abbau. Daneben kommt wieder einer, auch wieder Wachenexperte und Nadel. Dann setze ich hier in die Ecke auch wieder einen und mache hier Zahngrenze, Wachenexperte, größere Servicebereich und Abbau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das die letzte Runde ist, oder? Könnte sich sogar noch ausgehen, wobei die Roten kommen da echt sehr weit. Jetzt sagt die okay, ja, nice. Ich setze hier wieder einen hin, auch wieder Wachenexperte, übergroßer Servicebereich und Abbau. Dann setze ich hier in die Ecke noch einen mit Wachkanone, schnellere Technik, Zahngrenze. Okay, jetzt kommen die
TDTs, da kann ich nichts dagegen machen. Runde 90. Oder gegen die TDTs kann man gleich gar nichts machen mit den Pionieren. Deswegen denke ich, war schon ganz okay. Wenn ihr die Challenge auch spielt, würde ich mich freuen, wenn ihr reinschreibt, bis zu welcher Runde ihr gekommen seid. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.